Ich sitze hier mit Holger Nitschke, einem ganz tollen Fotografen aus Oldenburg. Wir haben im ersten Teil so ein bisschen über deinen Werdegang, fotografische Entwicklung geredet. Und jetzt im zweiten Teil würde ich gerne mal mit dir ein paar Bilder angucken. Du hast einen ganzen Haufen Bilder mitgebracht, so einen kleinen Querschnitt aus deiner Arbeit. Und mich interessiert einfach mal so ein bisschen das dahinter, also wie deine Bilder entstehen, ja, wo die Ideen herkommen, was technische Komponenten sind. Jetzt kriegen wir hier Hundebesuch. Ja, die Hunde, die juckt das immer nicht. Die schaffen es halt immer, dass ich den roten Faden verliere. Lass uns doch einfach mal einsteigen. Ich würde sagen, ich blende hier einfach mal was ein und du erzählst mal was zu dem Bild. Ich mache das mal hier auf groß. Das hier zum Beispiel finde ich ganz toll. Das zeigt die Tochter meiner Partnerin, die sich übrigens auch schon seit 2,5 Jahren jetzt für Make-up und Haare meiner Modelle verantwortlich zeichnet. Ach, die ist Visagistin oder? Genau, sie arbeitet in einem Friseursalon, also Vollzeit, und nebenbei macht sie halt bei mir immer für die Modelle das Styling, also wie Haare als auch mittlerweile sehr viel Make-up-Sachen. Aber das ist ja auch ziemlich luxuriös, wenn man seine private Visagistin und Friseurin hat. Auch sehr schön, wenn man eine Beschäftigung hat oder ein Hobby hat, was man zusammen irgendwie ausführen kann. Stimmt. Man hat nicht irgendwie das Problem, dass jemand sich benachteiligt fühlt oder Eifersucht oder solche Geschichten gibt es da eigentlich, wenn man einfach dann zusammenarbeitet. Hackt ihr dann auch gemeinsam die Ideen aus, dass ihr vielleicht abends zusammensitzt und sagt, Mensch, guck mal, dieses Bild. Lass uns mal was in die Richtung machen. Das machen wir schon. Auch wenn wir Modelle suchen, wir haben oft auch denselben Geschmack, was jetzt irgendwie potenzielle Modelle angeht, und gucken da auch zusammen durch und planen eigentlich recht viel zusammen. Das ist ja ziemlich genial. Es macht Spaß, auf jeden Fall. Ja. Hat halt so ein gemeinsames Hobby jetzt. Also da manch einer, der kennt es dann anders, wo dann die Partnerin des Fotografen vielleicht eifersüchtig ist oder da Probleme mit hat, wenn da ständig andere Damen, andere Damen ins Haus kommen und so. Und dann macht es einfach, es ist sehr viel vertrauensvoller und so auch zusammenarbeiten. Das kommt halt, denke ich, auch ganz gute Sachen bei raus. Und wir haben halt viel, unsere Geschmäcker sind da ziemlich ähnlich. Also und ich kann es ja auch gar nicht oft genug sagen, also gerade Haare und Make-up, das ist meiner Meinung nach die halbe Miete. Ja. Ja, also man kann zwar in Photoshop noch viel rocken, aber trotzdem, ich finde es auch eigentlich natürlicher oder wesentlich besser ist, wenn das Make-up schon... Ja, Make-up, aber gerade auch die Haare. Also Haare finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig. Ne? Ja. Also mit einer Frisur kann man viel machen. Ja, das Bild zeigt halt ihre Tochter, die haben wir mal auch schon zum zweiten Mal oder dritten Mal sogar schon. Aber Kinder sind sehr selten bei dir, oder? Ja, eigentlich nicht. Meine Welt. Klar, es geht schon mit den Modellen, geht schon mit dem jugendlichen Alter da meist los, so 15 aufwärts, dass da mal welche kommen. Aber sonst im Großen und Ganzen eigentlich ist sie da schon eine Ausnahme. Aber sie ist halt sehr ausdrucksstark und sehr toll. Und man hat halt auch ein Vertrauensverhältnis zueinander und man kennt sich. Das macht es dann auch irgendwie leicht, mal zusammen zu arbeiten. Und sie mag es auch selber sehr gerne, vor der Kamera zu stehen. Und das Bild selber, kann man jetzt noch dazu sagen, entstand eigentlich total spontan. Wir haben einfach mal auf irgendein Wochenende mal eine Stunde fotografiert. Und da kam das bei raus. Das Foto selber hat eigentlich gar keine Nacharbeitung gekriegt, außer dass es natürlich schwarz-weiß jetzt in Lightroom angepasst wurde. Aber es ist nichts retuschiert, es ist nichts weggestempelt. Ich habe auch bewusst auch nichts dran gemacht, sonst weiter, weil ich das auch da eine gewisse Natürlichkeit ganz schön fand bei dem Foto. Ja gut, und bei so einem jungen Mädel, da muss man auch nicht an der Haut rumretuschieren. Sie selber ärgert sich ein bisschen, dass man ihren Bauch da so ein bisschen rausstechen sieht. Dann ist sie immer wieder quakig, wenn sie das Bild sieht. Um Gottes Willen. Aber da, ich finde eigentlich, das macht das doch gerade aus. Das macht das Bild auch authentisch, dass es nicht bis ins letzte Detail alles glatt gebügelt und angepasst. Magst du noch was zum Licht erzählen? Das war einfach ganz normaler Beauty-Dish von vorne. Vorne leicht ich oben rechts. Ich mache da mit Belichtung oder mit Blitzen gar nicht so viel. Also meistens nehme ich einen Blitz, manchmal zwei, ganz selten mal drei, aber eigentlich ein Blitz oder ein Licht ist auch am natürlichsten. Und ich mir lieber eine halbe Stunde mit einem rum als mit fünf verschiedenen. Das Bild finde ich ja sehr cool. Und also ich finde es natürlich vom Styling her einfach Hammer. Immer wieder so ein bisschen grob die Sachen. Ja, aber es ist halt schon, ne, also ich mag das ja, dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ne, aber so gerade so dies mit dem Korsett und diese Taille. Was mir da aber halt auffällt, ist, dass bei dir halt Styling schon immer eine große Rolle spielt, also Klamotten. Ja, bei den meisten Bildern finde ich Klamotten und Styling schon sehr wichtig.
ich sag mal jetzt, gerade bei Studiobildern ist es ja so, wenn ich da jetzt jemanden hinstelle im schwarzen Top und, und einer schwarzen oder einer Blue Jeans. Das ist ja einfach auch ein weißer Hintergrund und wahrscheinlich auch ein Licht von rechts oben oder so. Genau, ne? eine große Softbox, meine ich, war das von oben. Und ja. Ich glaube, hinter ihr hatten wir noch was stehen, das, was ihren Kopf von hinten ein bisschen beleuchtet, einen Spot. Mhm. Und mehr war das da auch nicht. Wurde halt dann ein bisschen mehr bearbeitet, sieht man auch vielleicht, dass da... Ja, das Gesicht ist so ein bisschen porzellanmäßig. Genau. Ne? Dieses Puppenhafte mag ich halt auch sehr gerne bei Fotos oder auch bei vielen Modellen passt das halt gut. So ein bisschen dieses auf der einen Seite zerbrechliche, jetzt schon ein bisschen hyperrealistische dann auch. Und ich untypisches Bild für mich. Also früher, vor 7, 8 Jahren hätte ich das als normal, habe ich sehr viele in der Richtung gemacht. Bei dem war es einfach so, hatte ich mal wieder Bock drauf. So, das war. Wie alt ist das? Das von Anfang diesen Jahres, Februar. Mhm. Muss man dazu sagen, die gute Dame ist extra aus Polen angereist. Oh, wow. Fotos. Das fand ich auch. Ist ja auch schon eine Ehre, ne? Ja, war auch ganz, ganz toll. Man hat auch die Englischkenntnisse mal wieder so aufgewertet an dem Wochenende, wo sie mit ihrem Partner da war. Da haben wir einfach drauf losgelegt. Haben viel draußen gemacht, als auch Studio. Wo bekommst du die Klamotten her? Leihst du die aus oder arbeitest du mit Designern zusammen? Speziell bei dem Bild jetzt hat das Modell die mitgebracht, die schneidet diese Korsetts selber. Oh. Und zeichnet sich, glaube ich, für das, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, für das ganze Outfit verantwortlich. Ansonsten kontaktiere ich auch Designer oder wir suchen uns dann, also ich mit meiner Partnerin Ilka zusammen, wir gucken dann auch mal im Internet nach und fragen dann hier und dort mal an. Oder manchmal kriegt man auch selber Anfragen, ob man sich mal Kleidung für Shootings leihen kann. Gerade in der letzten Zeit sehen wir vielleicht auch gleich noch das eine oder andere Bild auch Sachen bei. Zeig das da genau, das Rote da mit dem roten Kleid. Ja, das kannst du mal zeigen. Warte mal, das mache ich auch mal groß. Ja, auch ein cooles Kleid. Da haben wir auch, das ist eine sehr tolle Designerin, die sehr tolle Kleider macht. Die hat uns jetzt auch zum zweiten Mal für ein Fotoshooting haben wir da von ihr was geliehen. Du darfst sie auch ruhig nennen. Du darfst ruhig. Das ist die Romy, Miriam Rohrer. Ach so, aber ist irgendein Label oder so dahinter? Romy heißt das Label einfach. Ah, okay. Macht auch bei Facebook zu finden. Mhm. Sehr wertige, sehr tolle Klamotten. Also in dem Stil habe ich auch noch nicht viel anderes gesehen. Also da und auch eine sehr, sehr nette und sehr zuverlässige Person, mit der man sehr schön zusammenarbeiten kann. Ich habe sie leider aufgrund der Entfernung, ich meine, das war Karlsruhe, wenn ich jetzt nicht lüge oder nichts durcheinander kriege, habe ich sie noch nicht persönlich kennenlernen können. Aber sie hat da wirklich echt Spaß. Das heißt, ihr schreibt die dann einfach an, beziehungsweise das ein oder andere, das ergibt sich dann so mehr oder weniger. Ne? Genau. Hier haben wir auch nochmal eine Studioaufnahme, finde ich auch sehr cool, so in Richtung Teilakt. Ja. Ne? Das war eigentlich von der Beleuchtung und so weiter ähnlich wie bei dem Bild von der Kleinen vorhin. Mhm. Auch nur ein Blitz, wenn ich mich... Ich kann mir sowas einfach nicht merken. Ich probiere dann einfach raus und bastel dann rum und dann ist es irgendwann da und dann ist es gut. Ich meine aber auch nur ein Beauty-Dish, der so ein bisschen nach rechts geht, in das Bild rein, fertig. Und der Rest wurde dann ein bisschen in Lightroom aufgehellt oder abgedunkelt, aber ansonsten... Wie wichtig ist dir denn die Technik überhaupt so? Weil du hast ja erwähnt, dass du schon relativ akribisch bist. Könnte man meinen, dass du natürlich auch jemand bist, der Licht auf den Millimeter genau ausrichtet, aber es hört sich jetzt wieder nicht so an. Ja, es ist unterschiedlich. Also es kommt drauf an, bei Outdoor, wenn ich jetzt draußen unterwegs bin und wo wir auch noch das eine oder andere Bild sehen, da bin ich oft so, dass ich einfach mal drauf losklicke und drauf losfotografiere und mir da auch gar nicht so viel Gedanken mache. Bei Studio ist es dann so, dass ich schon irgendwie da sehr pingelig bin oder da rum experimentiere. Meist aber echt nur mit einem Licht, aber jeder, der fotografiert, wird es irgendwann rausfinden oder kennengelernt haben, dass manchmal auch schon nur ein paar Millimeter oder Grad drehen an der Box oder da schon einiges verändern können. Da wird halt zum Beispiel jetzt das Bild, was wir da vielleicht mal einblenden können. Oder da finde ich, das ist jetzt aber auch vom Stil her ganz anders. Ne? Ja, ich lasse mich da, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich einen Stil habe. Manche Leute behaupten immer, sie würden irgendwie eine Linie in meinen Bildern erkennen oder einen Stil. Ich weiß das gar nicht. Also ich mache einfach das, wozu ich Bock habe. So. Oder beziehungsweise lasse mich da vielleicht inspirieren von anderen Fotos. Das tue ich schon. Ich gucke schon im Internet mir auch andere Bilder sehr viel an und finde vieles toll. Nur kann ich mich... Ich mag halt, zum Beispiel letzten Jahr habe ich ganz sehr viele Sachen im Studio gemacht. Mhm. Und ursprünglich halt nur Outdoor, dann die ganzen Jahre im Studio. Und in den letzten 2, 3 Jahren ist es so, dass ich halt lieber draußen was mache. Leider ist das Wetter hier oftmals problematisch, dass man nicht unbedingt bei Eisregen und -5 Grad jetzt gerade im Winter dann rausgeht. Aber gerade im Sommer oder so haben wir jetzt auch dieses Jahr sehr viele Outdoor-Sachen gemacht. Also das ist ja wahrscheinlich ein reines Available-Light-Bild. Ja, ne? Ist
auch. So, was ich dann aber gesehen habe, was dann wieder... Ganz alt. Was ganz anderes. Also was ich halt finde, ist, dass deine Bilder vom Look her schon variieren. Also dass du schon sehr experimentierfreudig bist. Aber ich finde halt, dass sie alle so eine gemeinsame Stimmung haben. Also die haben halt alle so eine gewisse Coolness und so eine etwas distanzierte Tristesse. Ja. Gebe ich dir recht, also da... Ist es das, was du auch so magst? Du hattest ja vorhin schon mal gesagt, müssen nicht unbedingt immer alle lachen und fröhlich und hüpfen. Ich glaube, das spiegelt da vielleicht ein bisschen mich selber wieder, weil ich bin nicht so der Sonnenschein-Mensch, ich bin dann schon eher vielleicht ein bisschen zurückgezogener oder auch ein bisschen nachdenklicher als viele andere, die sich da so ins Rampenlicht stellen. Also ich mag gerne eine Distanziertheit bei den Modellen. Ich möchte ungern, dass jemand, wenn ich mir selber Bilder angucke und ich sehe Modelle auf diesen Bildern und die sind, ich will nicht sofort ihre Stimmung erkennen oder das Bild da für mich werten können. Ich weiß, Lächelbilder kommen wesentlich besser an. Das sieht man so, wenn man im Internet unterwegs ist. Eigentlich anhand der Likes oder der Aufmerksamkeit, die Bilder bekommen, wenn die Leute lachen, kriegt es gleich, oder genauso wenn sie Brüste zeigen, kriegt es gleich wesentlich mehr Aufmerksamkeit. Aber ich mag das halt, die habe ich vorhin schon zu dir gesagt, es fällt mir gerade nicht mehr ein, die Ausdrucksstärke der Ausdruckslosigkeit mag ich sehr gerne. Ausdrucksstärke der Ausdruckslosigkeit. Habe ich mal ein Buch gelesen. Erzähl mal was zu dem Bild, weil das ist ja jetzt, das hat ja schon so einen gemäldemäßigen Touch, ne? Das ist aber in erster Linie Bearbeitung, oder? Das hat sehr polarisiert, das Bild. Das kleine Geschichte dazu, etwa eins, das ist mittlerweile 10, 11 Jahre, oder ich glaube 10 Jahre alt, das Bild. Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, das Mädel hatte damals, als sie da saß, also es ist keine Fotomontage, es ist schon in einer alten Kaserne aufgenommen worden. Sie trug noch einen Slip, den habe ich weggestempelt damals, weil ich einfach dachte, so der rote Slip, der passte da nicht so hin. Und diese Textur, die darüber liegt, ist halt auch einfach ein Photoshop mit weiches Licht oder ineinander kopieren, verrechnen, wie man das so schön macht, rübergelegt. Mit dem Bild habe ich damals mal bei einem Aktwettbewerb mitgemacht, der Fotografie der Zeitschrift. Sicher auch ein Begriff, viele kennen die. Ja. Und hat da, glaube ich, den ersten Platz gemacht. Oder dritten Platz, ersten Platz. Du wirst doch wohl noch wissen, ob du den ersten Platz gemacht hast. Oder was? Ich meine, das war der erste. Und ich habe da, glaube ich, auch sogar irgendwas gewonnen. Ich glaube, es war ein Objektiv, mit dem ich nichts anfangen konnte. Aber gut, es war. Ich habe es dann nicht verkauft. Ich bin schockiert. Also, solche Dinge haben. Ich weiß nicht mehr, ob ich den ersten Platz gemacht habe. Ich kann mir sowas wirklich schwer merken. Aber doch, es hat jedenfalls sehr, sehr hohe Punkte da bekommen. Und es war auch abgedruckt im Heft. Und dann fand ich es sehr spannend. Also in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift kamen dann Leserbriefe zu diesem Bild. Ah, okay. Und sehr viele fanden es halt toll und schön und die Redaktion natürlich ja wohl auch, sonst hätten sie es ja nicht damit als ersten Platz gewählt. Es waren aber auch ein, zwei sehr böse Briefe dabei, die dann irgendwie meinten, so, es wäre ja keine Fotografie mehr, es wäre ja digital verändert halt. Da kam wieder diese Diskussion hoch, was ist Foto, was ist nicht Foto. Ja, die... Leider immer mal wieder hochkommt. Ja, genau, das hat da so ein bisschen. Aber dieses Bild ist eines der wenigen Bilder, man entwickelt sich ja weiter und mit den Jahren guckt man sich seine älteren Bilder an und bei ganz vielen, dann denkt man dann auch so, habe ich das wirklich gemacht? Muss ich das wirklich noch zeigen? Für das Bild, das ist eins der wenigen, wo ich wirklich noch sagen kann. Und das magst du noch? Ich mag das noch. Weil es ist, also ich finde, es ist total verschieden. Also das fällt schon aufgrund der Bearbeitung schon extrem raus. Ja. So, schauen wir doch mal weiter. Das hier finde ich auch sehr cool und spiegelt halt so ein bisschen so dieses, also ich finde, das bist du. Das ist Inga. Also das ja. Du weißt, was ich meine, ja, ne? Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Das ist auch relativ neu, ist irgendwie jetzt im Sommer, glaube ich, entstanden. Auch nur vom Technischen her nur Available Light. Wir sind mit meiner kleinen Fuji losgezogen, sind durch Oldenburg gelatscht. Haben das Modell ein bisschen gestylt. Ja, aber Styling spielt hier, denke ich mal, schon wieder die große Rolle, um das so ein bisschen so dieses Schulmädchenhafte rüberzubringen. Genau, ne? Das, was man im Hintergrund sieht, ist nicht wirklich eine Schule, sondern das ist ein Altenheim. Sind wir durch Zufall dran vorbeigekommen und dann ergab sich für mich so im Kopf entstand so das Bild ganz spontan, irgendwie so, also, ja, sieht aus wie eine Klosterschülerin oder Schülerin, wie man das so sagt. Und das im Hintergrund könnte jetzt irgendwie eine Schule sein und dann stellen wir sie da einfach mal an die Straße, auf den Bürgersteig und dann habe ich sie da einfach. Also was ich hier in dem Bild total interessant finde, sind eigentlich die roten
sind es Rosen oder was auch immer, diese roten Blumen. Mhm. Ich finde halt, dass die, normalerweise würde ich sagen, ist es ein Farbtupfer, der jetzt nicht ins Bild passt oder der ein bisschen heraussticht. Und jetzt in dem Fall finde ich halt, dass diese roten Tupfer, die machen es gerade aus. Mhm. Ja, also das ist halt so, natürlich hat man einmal diesen Ausdruck von dem Model, aber dann kommen halt diese roten Punkte da rein, die irgendwie... Ich kann das gar nicht beschreiben. Also ich bin sowieso schlecht da drin, irgendwie Bilder zu bewerten oder zu kritisieren. Ja, ich finde das immer spannend. Manche Leute, die gucken sich meine Bilder an und sehen dann darin Dinge oder Geschichten. Das finde ich auch super toll. Nie dran gedacht hast, ne? Ich auch, okay. Ja. Die Blumen sind mir jetzt vorher schon, glaube ich, mal aufgefallen und hätten sie nicht gestört, hätte ich sie weggestempelt. Aber das Bild ist eigentlich da auch recht naturell. Aber du hast recht. Also das gibt dem Ganzen, nimmt dem Ganzen auch ein bisschen die Tristesse wieder und haut so einen leichten Farbpunkte da rein. Wie kommst du normalerweise an deine Models? Also du machst ja viel freie Arbeiten, ne? So TFP fast ausschließlich. Genau. Erzähl mal, wie kommst du an die Models? Oder wie kommen die an dich? Mittlerweile läuft es, also inzwischen läuft es sehr viel über Facebook ab, dass man da halt, ich habe da beobachtet auch sehr viele andere Modelle oder man befreundet sich dann halt auf virtuelle Weise und andere Fotografen und guckt sich deren Bilder an und dann sieht man natürlich interessante Gesichter und da ist es dann so, dass man oft, man wird selber oft kontaktiert, als dass man auch Leute kontaktiert, die man jetzt irgendwie. Also wo ich drauf hinaus will, ist natürlich, dass du jetzt vielleicht auch den einen oder anderen Tipp hast für die Leute, die jetzt sagen, Mensch, ich würde ja auch gerne mit so tollen Modellen zusammenarbeiten. Gibt es da was, wo du sagst, Mensch, wenn ihr anfangen wollt, was hältst du von so Plattformen wie Modelkartei? Modelkartei geht noch, ist natürlich mittlerweile in den Jahren immer mehr zu. Also jeder, der bei Facebook ist, ist auch bei Modelkartei und jeder, der schon mal bei Oma von einer Kamera fotografiert wurde, bei einer Feier ist jetzt auch ein Model und bei Modelkartei. Modelkartei, ja gut, für den Anfang sicher nicht schlecht. Ist schwierig, weil wenn man jetzt schon Fotos gemacht hat und was vorzuweisen hat, ist es, glaube ich, okay, an Leute ranzukommen. Wenn man jetzt noch wirklich von null anfängt, sollte man vielleicht da erstmal auch im Bekanntenkreis, denke ich mir, auch erstmal anfangen und sich da Personen raussuchen und um erstmal so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, was tue ich da oder ein bisschen den Umgang mit den Leuten auch lernen, weil es ist ja ganz schwer, wenn man jetzt eine ganz fremde Person vor sich hat und man hat ja die unterschiedlichsten Charaktere mit den Jahren, hatte ich ja auch schon vor mir und da muss man sich irgendwie auf jeden irgendwie einlassen und ja, ganz, ganz schwierige Sache, also die Universalantwort gibt es dazu, glaube ich, gar nicht. Man sollte, glaube ich, erstmal klein anfangen, Freunde, Bekannte und wenn man dann mal im Umkreis schaut, dann auch bei einer Modelkartei, was ist da so an Leuten und sich da vielleicht mal jemanden raussuchen oder die auch, und nicht gleich traurig sein, wenn die absagen. Ich sag mal, ich schreibe sehr viele Leute an, mir sagen auch heute noch sehr viele ab, mit denen ich gerne zusammenarbeiten will. Andererseits schreiben mich auch viele an, denen ich aber auch, es hat mit den Jahren, fällt es mir auch mittlerweile jetzt leichter, jetzt ist natürlich schwer, Nein zu sagen. Aber man muss ein Nein akzeptieren, man sollte nicht beleidigt sein als Modell, als auch Fotograf nicht. Einfach auch ruhig nicht gleich sich entmutigen lassen, wenn das erste Modell, mit dem man zusammenarbeiten will, dann sagt, sie möchte nicht oder möchte da eine Unsumme für haben, die man nicht bereit ist, dafür auszugeben. Da sollte man, glaube ich, beharrlich auch bleiben oder dann bei, also nicht bei dem, sondern bei anderen Leuten. Und das heißt, es ist eigentlich auch viel Networking, ne? Dass man also auch wirklich mit den Leuten so ein bisschen auf sozialer Ebene versucht, in Kontakt zu kommen und dann, denke ich mal, sind ja auch viele von den Models eher hobbymäßig oder auch so semi-professionell in dem Bereich und dann muss man einfach auch was für tun. Also der Fotograf oder auch die Models müssen einfach auch ihren Arsch bewegen und was dafür tun, dass sie entsprechende Shooting-Partner finden. Ja, genau. Es muss immer von beiden Seiten was kommen. Also es hilft nichts, wenn man unmotivierte Leute um sich hat, als wenn man auch selber unmotiviert ist. Man muss irgendwie, ja, es ist nicht leicht, also mit den Jahren, man sollte sich auch vielleicht eine Person dann am Anfang raussuchen, mit der man, wenn man sehr gut funktioniert, die Zusammenarbeiten, ruhig mehrere Zusammenarbeiten machen. Das kann einem auch sehr helfen und wenn die Person wandelbar ist, dann hat man auch sehr unterschiedliche Ergebnisse darin. Und man versteht sich auch mit der Zeit immer besser. Genau, also jetzt zum Beispiel dem Bild jetzt kann man es ja, mal auch das Bild finde ich übrigens großartig, das ist... Es ist auf der einen Seite total erotisch, auf der anderen Seite sieht man nicht viel. Mhm. Also es ist so Kopfkino, ne? Ja, war total toll. Also die Linke auf den Bildern, das ist Laura Marie, mit der habe ich schon sehr oft jetzt inzwischen zusammengearbeitet. Also man kann schon sagen, so eine freundschaftliche Basis hat man da schon irgendwo, wenn man sich sieht und zusammenarbeitet. Also eine sehr zuverlässige Person, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ja.
auf die kann ich mich verlassen und die kann in verschiedene Rollen schlüpfen, die macht es einfach super. Also da, und die andere, das ist die Madeleine, das ist eine Freundin von ihr und da kam irgendwann die Idee, auf die beiden mal zusammen zu fotografieren. Das ist, man muss auch sagen, total simpel. Wir sind da hingefahren auf den Sonntag, ich mit meiner Partnerin Ilka. Ist das bei ihr zu Hause? Oder? Ja, in der WG wohnte sie da noch, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch wohnt. Und dann war die WG-Partnerin war irgendwie in Urlaub oder war außer Haus und dann konnten wir halt uns in den ganzen Räumlichkeiten da rumtreiben. Und das war jetzt von der einen, die nicht da war, das Schlafzimmer. Da haben wir die beiden einfach raufgesetzt auf das Bett und da die beiden sich auch sehr gut kennen und Laura Marie auch eine Person ist, die andere Leute gerne mit einbezieht und keine Berührungsängste hat, haben wir die einfach turteln lassen und machen lassen. Und ich brauchte eigentlich nur, auch mit der Fuji ohne Blitz, da ist nichts passiert, einfach mit der Available Light, da kam nur ein bisschen Licht, links neben dem Bett war ein Fenster, einfach raufgeknipst. Zu Hause Lightroom, meine Farben und Kontraste und das angepasst und da konnte ich echt. Also ich finde es großartig, das Foto. Ja. Wirklich. Ganz toll. Also halt auch die Sache mit diesem Schleier oder Vorhang oder was auch immer das ist, Gardine. Girl-Girl-Bilder sind ja immer so ein Ding. Es gibt ja sehr viele Girl-Girl-Bilder und viele Fotografen finden das toll, Girl-Girl-Bilder zu machen und sich auch anzugucken. Und der Grad zwischen Anspruch und platt, also mir persönlich, mir dürfen Fotos nicht platt sein. Also das ist ja auch schwierig, es ist ja schwierig in der Kommunikation. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schreibe einfach ein Model an, was ich vielleicht nicht kenne und dann sage, du pass auf, ich würde gerne ein Foto mit dir machen, wie du mit einem anderen Model auf dem Bett rummachst. Ja, wie kommt man da rüber? Da hast du ja erstmal gleich einen Stempel auf dem Kopf. Das ist, ich kann es ja auch verstehen. Ja, weil ich als Modell würde dann auch, hätte auch Angst. Außer wenn ich jetzt wirklich weiß, ich habe dann professionellen Fotografen vor mir und ich kriege 200 € die Stunde dafür, dann ist es vielleicht was anderes. Aber ansonsten, gerade im TFP-Bereich, wenn man jetzt anfängt, ich lese es auch oft, Jobs werden ausgeschrieben in der Modelkartei von anderen Fotografen, suche Girl-Shooting, große Brüste sind gefordert und keine Berührungsängste und noch was wie. Da fragt man sich ja auch, was ist die Motivation des Fotografen? Ne? Genau. Geht es ihm wirklich um die Bildkunst oder? Ich fürchte, es gibt da sehr viele schwarze Schafe in der. Ich weiß es nicht genau. Man kann nur mutmaßen. Es gibt ja auch bei Facebook mittlerweile irgendwelche Gruppen, so Blacklists und so, wo dann auch über Fotografen geschrieben wird, was die denn da teilweise, wie die sind oder was die machen. Mhm. Es gibt da auch so ein paar Namen, die mittlerweile so verschrien sind. Nee, also das sollte man, den Fehler sollte man auf gar keinen Fall machen, wenn man gerade auch als Anfänger ist und Seriosität ist ganz wichtig, genau wie Zuverlässigkeit. Und dann, man sollte für seine privaten Gelüste, sollte man sich immer wegen andere Bilder angucken und sich damit auch erfreuen, aber nicht seine eigenen oder seine bei Fotos da irgendwie, das geht gar nicht. Nee, weil es halt auch ganz schnell billig wird, ne? Das ist einfach das Problem. Und also ich finde halt, das ist ein Bild, was man sich auch an die Wand hängen kann. Das hat halt einen künstlerischen Anspruch, obwohl es halt wirklich knistert auf dem Foto, also wirklich ganz, ganz großartig. Wo nimmst du deine Ideen her oder wie bereitest du dich auf Shootings vor? Sammelst du ständig Ideen oder machst du einfach? Boah, das ist auch, in den meisten Fällen mache ich einfach. Also ich bin sehr spontan, ich improvisiere sehr gerne. Klar, es gibt Shootings und Bilder, die plane ich auch im Kopf oder denke mir dann, das muss so aussehen. Ein Bild ist auch dabei, das können wir vielleicht später nochmal zeigen oder ich weiß nicht. Da musst du mir sagen, welches. Ich bin hier gerade am höher gehen und höher. Da ist so eine Dame in einem Glaskasten. Gleich noch. Da schwarz-weiß. Ja. Genau. Oh, das ist cool, das Bild. Das ist geplant. Ja. Das Bild war eigentlich so geplant. Ach, ich dachte, die lag da eh drin. Nee, das ist. Und du bist vorbeigekommen. Das erste Mal ist das meine Partnerin, die ja sonst eigentlich auch, Ilkal, die ja auch die Modelle stylt und schminkt. Jetzt hast du sie gar nicht erkannt. Da muss ich jetzt mal gucken, wie sitzt. Ihr seht die jetzt nicht, aber großartiges Bild. War mit einem Modell. Ist das ein Aquarium? Das ist unser ehemaliges Gecko-Aquarium, ja. Da wohnten zwei Geckos drin, 15 Jahre lang. Die sind dann verschieden vor einem halben Jahr. Beziehungsweise vor einem Jahr der eine und vor dem letzten halben Jahr dann der andere. Und da kam mir, dann stand das Ding auf dem Dachboden und ich dachte mir, oder sollte schon verkauft werden, und ich dachte mir, also irgendwie mit dem Teil, da müssen wir irgendwie nochmal was machen. Und dann sollte der ursprüngliche Model reinsteigen. Das Model hatte aber irgendwie kurz vorher abgesagt. Das heißt, das Shooting kam nicht zustande. Und da stand halt das Aquarium da. Und dann sagte Ilka halt, ja okay, jetzt gehe ich da rein. Ich so, na gut, dann geh da rein. Dann haben wir das Teil halt auf diese Kiste gestellt. Das ist einfach nur eine Truhe, die wir umgedreht haben. So ein Fernsehschrank. Gecko-Aquarium drauf.
Ilka rein, roch ziemlich nach Gecko-Scheiße da drin, aber das hat sie dann nicht so gestört. Das klingt jetzt aber auch so, als ob ihr da wirklich tierisch Spaß bei habt. Das, ne? Das war witzig. Also das Bild sieht natürlich nicht nach Spaß aus. Das hat wieder nein, diese... Das ist total lustig. Aber das Shooting selbst ist schon, also ja, schon lustig. Da, ne? Da geht es eigentlich immer bei uns locker zu. Also die Bilder, ja, man soll sich auf gar keinen Fall da irgendwie denken, das wird da rumgedrümmelt und ich stehe da mit der Peitsche und jetzt mach und so, sondern alles immer ganz locker und freundlich. Ist mir eigentlich sehr wichtig auch. Man erreicht nichts, wenn man die Leute zu etwas drängt und so. Es muss mal freiwillig passieren und lustig, locker. Mhm. Ja, dann ist sie halt da reingestiegen, dann kam die Nebelmaschine zum Einsatz, die hat dann wirklich Nebel in das Teil da reingepumpt. Dieser Effekt ist nicht reinkopiert. Es lag ein Stück Pappe auf dem Gecko-Kasten. Mhm. Und dann kommt nur so ein bisschen Nebel an. Genau, damit da so ein bisschen Nebel rauskam, und Ilka hat dann ganz brav die Luft angehalten oder konnte da drin auch atmen, in dem Nebel-Gecko. Kackegeruch. War dir dann in dem Moment ja auch egal? Ja. Und dann, da wurde eigentlich auch sonst auch wenig dran bearbeitet. Und dann war es. Eine extrem coole Idee. Ja, vor allem, was ich halt finde, ist, es zeigt halt, wie man halt auch in einer Studiosituation kreativ sein kann. Ja. Ja, weil ich finde ja, ein Studio ist grundsätzlich etwas, was natürlich locationmäßig sehr eingeschränkt ist. Mhm. Und da muss man natürlich mit solchen Ideen oder halt auch mit Styling dann wieder punkten. Ja, ich könnte mir jetzt stundenlang deine Bilder anschauen. Also wir haben hier eine ganze Menge. Wir haben ja auch deine Webseite bzw. deine Facebook-Seite eingeblendet, wo die Leute natürlich mal so ein bisschen gucken können. Bevor wir uns jetzt hier aber verquatschen, das finde ich auch cool hier. Auch schon älter, einfach Available Light am Hafen. Ja. Sehr zur Freude einiger Fernfahrer, die dann anhielten und fragten, ob sie das die Dame mitnehmen können oder Bilder kaufen können. Das war eigentlich technisch total misslungen, wurde dann in Photoshop wirklich gerettet, weil das Licht, das, was auf ihrem Gesicht ist, kam von einer kleinen Laterne, die einfach da stand, und ansonsten war das Auto. Und das Licht von hinten, von dem Auto, aber du hast jetzt keinen Blitz oder so noch von der Seite, also das ist eher die Laterne dann. Das war von der Laterne. Und die war aber ein bisschen schwach wahrscheinlich. Ja, die war gegenüber dem Auto liegt natürlich sehr wenig. Und ich dachte eigentlich wirklich, da ist nichts bei, aber da konnte ich da wirklich noch viel machen. Und das Bild, also wo ich ja total drauf stehe, ist Pflastersteine im Gegenlicht. Ja. Es gibt immer so diese kleinen Kontrastlinien. Ja, Tiefe, ne? und es wirkt so wie zum Anfassen, wie im Computerspiel auch teilweise. Ja. Das Einzige, was ich finde, das Auto sieht relativ modern aus im Hintergrund. Ja. Man hätte was Älteres nehmen können. Stimmt. Aber ich hatte einen neuen Wagen zur Verfügung. Hat man ja auch nicht dann so mal gerade. Ne? Aber großartig und zeigt halt auch, wie man mit einfachen Mitteln ein tolles Bild kriegt. Lebt natürlich auch wieder vom Model, von der Pose. Ich meine, ein Wahnsinns-Styling. Ja, das natürlich ein bisschen Erotik da drin. Kam dem Bild jetzt zugute. Jetzt mit einer Jogginghose oder einem Jogginganzug hätte das jetzt nicht so gut gewirkt. Und dieser klassische Stil. Probiert das doch mal, ein bisschen Jogginghose. Mal gucken. Wie gesagt, wir verquatschen uns hier schon. Du hattest jede Menge Bilder mitgebracht. Die können wir uns jetzt natürlich nicht alle angucken. Das hier müssen wir uns noch angucken. Das finde ich auch sehr cool. Das ist halt auch wieder von der Machart ein roter Vorhang, ne? Das ist im Varieté-Theater hier. Ach, das ist, hätte ich jetzt gefragt, weil der sieht sehr groß aus, der Vorhang. Ja. Das sieht nicht aus, als wenn du den bei dir in der Wohnung aufgehängt hast. Nee, der passt nicht rein. Also da haben wir auch, das ist auch wieder die Dame vom Anfang, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Und Laura Marie, mit der ich auch schon öfter zusammengearbeitet habe. Und da haben wir ein Fotoshooting für eine Designerin gemacht, die ihre Korsetts anfertigt. Und dann sind wir mit mehreren Modellen, das waren letztendlich vier Modelle, ich habe jetzt das Bild diesmal ausgewählt, sind wir halt in dieses Theater und konnten da den ganzen Tag fotografieren und hatten da halt viel Platz. Ja, lebt natürlich auch wieder von den Models, von den Posen. Ne? Das ist die Laura ist großartig. Tänzerin, die konnte die, Anna hieß die andere, genau, einfach so hochnehmen und dann. Und das auch noch auf High Heels. Ja, das ist beachtlich. Da wundert man sich manchmal. Ne? Gut, an der Stelle muss ich jetzt unterbrechen. Ich will gleich im dritten Teil unbedingt noch über dein Buch sprechen, was mich letztendlich ja auf dich gebracht hat. Weil das finde ich natürlich, also ich bin totaler Bücherfan und dachte ich mir, da müssen wir noch einen Blog spenden. Bis gleich. Ja.